Fast ein jeder denkt doch sicher regelmäßig über sein Lieblingsauto nach. Oftmals in Bezug auf Leistung und Verbrauch, worüber wir auch regelmäßig berichten. Doch auch eine attraktive Verpackung des Traumgefährts ist ein wichtiger Aspekt. In dieser Ausgabe von Car News TV haben wir uns diesem Thema gewidmet und haben einige Fakten zu Farben, Lacken und auch Folien zusammengestellt. Ständig berichten wir über neue Modelle und neue Varianten. Völlig unbeachtet ist dabei häufig, welche Mühe sich die Hersteller bei der Kreation neuer Farben und neuer Farbqualitäten machen. Wie wichtig gerade dieser Gestaltungsaspekt heute ist, zeigt allein, wie sehr sich gerade junge Leute anhand von besonderen Farben oder auch Folien zu differenzieren versuchen. Also es ist so, dass natürlich auch, sprechen wir mal von der heranwachsenden Jugend, die Fahrzeuge auf dem Markt sieht oder auf der Straße sieht und die haben jetzt auch schon ihre Wünsche. Es ist nicht mehr so, dass man sagt, man bekommt jetzt von Mama oder Papa ein altes Fahrzeug und das tut's auch. Ne? Also es ist schon so, wenn man sich mal in der Medienbranche umschaut, es ist schon so, dass auch die Jugend schon ihre Wünsche äußert. Und das sieht man auch im Trend, ne? Anhand dieser, ich nenne sie mal Bonbon-Farbtöne oder Dreischicht-, Vierschicht-Lackierungen. Zudem sind zunehmend neue Eigenschaften bei den Lacken gefragt, wie selbstreparierende Oberflächen oder gar kratzfeste Lacke. Zudem testen die Designer immer wieder, schon im Hinblick auf die Zielgruppen, die idealen Farbkombinationen, um die Form und die Details besser zur Geltung zu bringen. Und dann? Ja, dann kaufen die meisten ihre Autos wieder in Silber oder Schwarz und die aufwendig gestalteten Innenräume versinken wieder im gut abwaschbaren Schwarz. Selbst die Aufforderung zur Individualisierung wird nur in wenigen Segmenten, wie bei Mini oder dem Opel Adam, zögerlich angenommen. Um dem gegenzusteuern, versuchen die Hersteller in der Werbung, in Verkaufsräumen und auf den Automessen bunte und individuelle Modelle zu zeigen, die den professionellen Ansprüchen der Designer entsprechen. Ja, also das Thema Farbe ist natürlich, die Verantwortung liegt auch im Designbereich. Wir schlagen vor, aber das ist natürlich noch ein sehr viel individuelleres und subjektiver zu beurteilendes Thema. Letztendlich entscheidet es natürlich der Vorstand. Es ist sehr stark vom Markt getrieben. Wir bei Porsche versuchen aber auch immer, ich sag mal, prägnante Farben mit dem Programm zu haben. Für uns als Designer ist Farbe immer deshalb wichtig, zum einen, weil es natürlich die Form modelliert, zum anderen, weil es natürlich, so sehen wir es, den Charakter der Marke herausbringen muss. Audi ist eine Marke, die steht für Progressivität und anderem. Und deswegen suchen wir immer Farben, die progressiv sind. Es ist ja ein Gelb mit Effekt. Das heißt, es ist nicht ein klassisches Gelb, sondern es ist einfach nochmal eine nächste Dimension. Ich meine, Silber, unsere Designmodelle sind immer deshalb Silber, weil die Farbe neutral ist, die modelliert perfekt. Und ich kann natürlich dann auch immer perfekt vergleichen, sehe jede Modulation, jede Unebenheit, jede Linie. Das ist eine Farbe, die wir im Design benutzen. Ich sag mal, als für den Kunden selber würde ich mir wünschen, dass er doch auch mal andere Farben als Silber nimmt. So ist Mercedes sowohl beim AMG GT wie auch beim GLC mit einem grellen Gelb vorgeprescht. Das Gelb ist super cool, ist die AMG-Farbe, das Solar Beam, ja, ein bisschen schrill. Ich finde, so ein Auto muss sehr schrill sein, gelb mit schwarzen Anbauteilen. Ich persönlich habe den ersten Prototypen gefahren, schon 6 Monate, aber meiner war eben schneeweiß, sah fast ein bisschen unschuldig aus, aber alles andere schwarz, schwarze Räder, alle Carbon-Anbauteile, innen rotes Leder und ja, das hat das Auto in seiner Brutalität fast ein bisschen unschuldig gemacht. Es gibt das matte Silber, was das Auto so, ja, so sehr Gunmetal-mäßig, sehr brutal, technisch macht. Also natürlich bestimmt die Farbe auch ein bisschen den Ausdruck des Fahrzeuges. Das Solar Beam ist sehr schrill in a good way und ich finde, so ein Supercar muss auch ein bisschen schrill sein. Doch sehen Sie selbst unseren kleinen Messerundgang. Fällt Ihnen etwas auf? Ja, genau. In Autohäusern dominieren immer noch andere Farben. Warum aber ist das so? Ich denke, es gibt verschiedene Aspekte. Es gibt einmal den Erziehungsfaktor, dass man den Kunden überzeugt, oh, dieses Auto, dieses Design kommt mit der Farbe sehr gut. Es gibt einen anderen wichtigen Aspekt, warum ein Kunde sich vielleicht keine Farbe kauft, das ist der Wiederverkaufswert. Es hängt so ein bisschen davon ab, welcher Brand man eigentlich ist und wie mutig der Kunde auch ist. Möchte er ein richtiges Statement machen? Und das kann man natürlich dem Kunden auch vermitteln, indem man entsprechende Werbung einsetzt oder indem man auch vielleicht im Verkaufsraum die Autos entsprechend präsentiert, dass man ihn überzeugen kann. Weil letztendlich die Final-Entscheidung fällt eigentlich im Showroom, wenn der Kunde das Auto bestellt.
Immer wieder spielt auch der erhöhte Preis eine Rolle und macht so manchen jungen Autokäufer zum Autodesigner, was dieser dann als seinen Stil verkauft. Oftmals hängt es allerdings auch am vermutet besseren Wiederverkauf der neutralen Fahrzeuge und der Annahme, dass viele Autos langsamer verschmutzen, wenn sie farblich trist sind. Da der Fahrzeugmarkt zunehmend nur über hohe Rabatte, aber auch Tageszulassungen und vor allem Dienstwagen mit hohen Preisnachlässen funktioniert, sind die günstigeren Modelle ohnehin schon im Verkaufsraum. Da bleibt kaum noch Platz für individuelle Farbwünsche der Kunden. Mittlerweile gibt es wirklich viele Leasingfahrzeuge oder Flottenfahrzeuge. Und da liegt es eher daran, dass der Wiederverkaufswert letztendlich doch höher ist, als wenn ich jetzt ein Rot-Uni habe oder halt ein kerniges Gelb habe. Ich glaube eher, das ist der Ursprung und nicht, dass die Deutschen jetzt generell gerne ein schwarzes oder ein silbernes Auto fahren. Dabei ist Silber sogar recht sinnvoll, wenn auch etwas langweilig. Designer nutzen fast ausschließlich Silber in den Designstudios, denn eine Form lässt sich dann besonders gut erkennen, während Schwarz und Mattlacke fast jede Formgebung tendenziell verschlucken. Schwarz schluckt immer am meisten die Form, das ist so. Unsere Designmodelle lackieren wir immer in Silber, das zeichnet am besten, ist ja auch die Markenfarbe. Wie gesagt, Weiß macht das Auto immer sehr modern. Es gibt in der Tat Farben, wo Sie die Form besser lesen können und andere Farben, die eher die Tendenz haben, Form zu schlucken. Silber-Weiß sind sicherlich Farben, die eben die Form sehr gut wiedergeben. Ich sag mal, Schwarz-Dunkelgrau, dann eher Farben, die die Tendenz haben, Form zu verschlucken. Deshalb ist es auch so, dass wir im Designbereich eigentlich die Fahrzeuge immer silber lackieren, um einmal die Vergleichbarkeit zu haben und eben, ich sag mal, maximal die Form lesen zu können. Wir versuchen natürlich schon, eine Form zu gestalten, die in jeder Farbe gut funktioniert, weil eben gerade hier an der Stelle die Vorlieben einzelner Kunden sehr weit auseinander liegen können. Und ein Fahrzeug muss in allen Farben gut funktionieren. Und dann, glaube ich, ist es letztendlich eine Frage des persönlichen Geschmacks, ob mir ein Auto in der Farbe oder in der Farbe besser gefällt. Weltweiter Verkaufsschlager Nummer 1 wurde 2015 mit sogar 35% aller Fahrzeuge die Farbe Weiß. 17% waren Schwarz. Silber und Grau kamen auf 12%. Besonders in Südamerika und Afrika dominiert Weiß mit ca. 45% Marktanteil. Schwarz sind dort aber ungefähr nur 11% der Autos. Deutschland ist mit ca. jeweils 25 bis 27% Silber, Grau und Schwarz. Doch die triste Farblosigkeit soll durch die neuesten Bestrebungen einiger Autohersteller nun langsam ein Ende haben. Das zielt ganz genau auf die junge Generation oder auch eben die jung gebliebene Generation ab, die sich eben mit ihrem Auto auch durchaus verwirklichen und darstellen wollen. So hat Mazda bereits vor 3 Jahren begonnen, extrem erfolgreich ein neues Rot zu platzieren, das seitdem viele neue Mazdas beglückt. Wir haben einmal diese rote Farbe für uns entwickelt, weil wir die gerne als Brand Color nehmen wollten. Und da haben wir diese extrem hohe Qualität entwickelt, weil man, wenn man die Farbe anguckt, sofort merkt, dass es was Besonderes ist und weil die besonders gut mit unserem Kodo-Design zusammenwirkt. Andererseits müssen wir natürlich gucken, dass wir Trendfarben in unserem Programm haben, damit der Kunde unsere Autos nicht nur wegen des Designs, sondern auch wegen der Farben kauft. Mercedes hat nun ebenfalls ein besonderes Rot im Programm, wie wir gerade bei der Vorstellung der neuen E-Klasse in Portugal erleben durften. Aber Achtung! Wir kennen das aus dem Urlaub. Nicht alles, was uns dort gefällt und schmeckt, hat auch zu Hause Bestand. Wir erlebten schon oft, dass Farben, die in Kalifornien oder eben in Lissabon hervorragend wirkten, dann im tristen Grau des Alltags an Strahlkraft verlieren. Vielleicht sind auch deshalb die Farbpräferenzen so unterschiedlich. Autofahrer sehen auch nicht mehr rot. Anders als vor 2 Jahrzehnten spielt die Farbe kaum noch eine Rolle. Soll aber wieder im Kommen sein, so wie blau und auch weiß. Beim Neuwagenkauf ist der Anteil der weißen Wagen kontinuierlich gestiegen. Hatten im Jahr 2006 noch weniger als 2% aller Pkw-Neuzulassungen in Deutschland eine weiße Lackierung, waren es 2009 schon 10 und 2013 dann 17,9%. Also Weiß ist Trend, bleibt Trend. Das Weiß wird jetzt in Zukunft noch etwas aufgewertet. Das heißt, es ist nicht nur mehr ein Uni-Weiß, was trotzdem allemal bleiben wird, sondern es wird jetzt wirklich mit Effektlacken aufgewertet, so dass man zwar optisch auf den ersten Blick in Weiß sieht, aber sobald dann wirklich ein toller Lichteinfall ist, hat man wirklich richtig schöne, tolle, grobe Pigmente.
Es wird also Zeit, dass buntere Fahrzeuge auf die Straßen gelangen, denn der Kunde begehrt nur, was er sieht. Immer wieder kommt es in unserem Testalltag zu interessanten Momenten. Wir erleben oft, dass unsere bunten Testwagen bewundert werden und Kunden dieser Marke uns beim Tanken mitteilen, dass sie ja nur den Katalog bemüht hätten. Niemals hätten sie gedacht, dass diese Farbe so toll wirkt. So geschehen mit einem Range Rover Evoque in Grün. Und der nebenan tankende Evoque-Fahrer war regelrecht niedergeschlagen, dass er die von uns gefahrene Kombination nicht bestellt hätte. Vielleicht fehlte ihm ein wenig Mut. Mehr Mut also bei der Farbwahl. Der Kunde sollte öfters Autohäuser aufsuchen, wo es andere Farben gibt, und im Internet die Galerien mal aufmerksam durchsuchen. Eventuell hat der Hang zur unauffälligen Lackierung in Deutschland aber auch einen anderen Hintergrund. Seit Jahren versuchen Wissenschaftler, der Frage auf den Grund zu gehen, ob Käufertypen mit bestimmten Charaktereigenschaften bestimmte Farben bevorzugen. Dies funktioniert aber nur, wenn der Käufer bewusst eine Farbe ausgewählt hat. Ist er aufgrund des Dienstwagenangebotes oder durch ein besonderes Schnäppchen, dem gerade verfügbaren Angebot oder der Fahrzeugklasse, wir denken da an Limousinen, die wohl kaum jemand in Rot bestellen würde, eingeschränkt, so können wir folgende Typologisierung sicher vernachlässigen. Ist die Wahl aber bewusst, so sprechen Psychologen von diesen persönlichen Eigenschaften. Schwarz wählen Personen, die willensstark sind und Eleganz sowie Kraft beim Automobil schätzen. Silber steht ebenfalls für Eleganz, aber auch für Zukunftsorientierung und Prestige. Grau ist da ganz anders. Nüchternheit und praktische Veranlagung stehen bei diesen Modellen im Vordergrund. Weiß steht für Purismus, für direkte und ursprüngliche Menschen. Blau steht für Selbstsicherheit, Glaubhaftigkeit und eine hohe Autorität. Blau ist einmal ein ganz wichtiger Trend im Moment. Zusätzlich spiegelt Blau immer eine gewisse Sportlichkeit wider. Ist das Fahrzeug aber hellblau, so sind die Fahrer eher ruhig und gewissenhaft. Rote Modelle lassen einen sinnlichen, dynamischen und aufgeschlossenen Eigentümer vermuten, während gelbe Modelle für den Humor und die Aufgeschlossenheit seines Lenkers stehen. Grün steht sicher für den örtlichen Förster. Ist es ein helles Grün, soll der Fahrer ausgewogen und vertrauenswürdig sein. Bei einem dunklen Grün hingegen ist der Besitzer unauffällig und unaufgeregt. Orange ist mutig, auch weil künstlerische, individuelle Typen vermutet werden. Allerdings sollen diese auch kompliziert sein. Sie sehen, nehmen wir die Farbwahl ernst und vermuten eine bewusste Präferierung der Koloration, dann sagt die Farbe des Modells eine Menge über den Herrscher des Lenkrads aus. Letztendlich kommt es bei der Farbwahl aber auch auf die Fahrzeuggattung an. Ein Sportwagen in Rot ist fast normal. Eine Luxuslimousine in Rot aber sicher nicht. Oder auch die Farbe Grün. Während Kleinwagen oftmals diesen Farbton tragen, ist er bei Limousinen oder Sportwagen sehr, sehr selten anzutreffen. Farben geben den Fahrzeugen ihre Attraktivität. Doch Lacke sind auch deshalb wichtig, da sie einerseits die sichtbare Oberflächenqualität bestimmen, aber auch ganz simpel die Modelle schützen sollen. Die Leistung zukünftiger Lacke wird zunehmend sein, dass die Beständigkeit natürlich im Fokus steht. Wobei, wie gesagt, wir auf einem recht hohen Level sind und ich denke mal, der Fokus liegt mehr in der Farbtonvielfalt als jetzt die Variation der Performance eines Lackes. Somit sind neben ästhetischen Aspekten auch besondere Eigenschaften zunehmend gefragt. Lacke sollen den Produktionsprozess vereinfachen, das Auto besser schützen und zudem die Reparaturen nachhaltig vereinfachen. Zudem sollen Lifestyle-Aspekte wie wechselnde Farben, Strukturoberflächen und Matteffekte den Kunden in die Autohäuser locken und selbstreparierende Lacke den Alltag vereinfachen. Es gibt diese Reflow-Technologie, das heißt, es gibt also Decklackbeschichtungen, die aufgrund von Wärme, also Wärmeeinfluss gerade im Hochsommer, feinste Kratzer, sage ich jetzt mal, sich wieder nivellieren. Das ist diese Reflow-Technologie, die besteht auch bei uns im System, in den Produkten. Oder aber natürlich gibt es Entwicklungen der fließenden Lacke, wobei das sind Laborversuche, die dort stattfinden, wo also größere Beschädigungen wie stärkere Kratzer auch wieder zerfließen und dann optisch nicht mehr sichtbar sind. Sie sehen, die Anforderungen an moderne Lacke sind sehr groß. Es beginnt zunächst mit der Produktion des Fahrzeugs und dem Rostschutz im Tauchbad des Herstellers.
Dort geschieht eine Versiegelung des Metalls, das in jeden Winkel fließt. Werden dann noch Nähte versiegelt, müssen die folgenden Produktionsprozesse so schonend geschehen, dass dieser perfekte Schutz nicht mehr beschädigt wird. Häufig wird angenommen, dass dann auch gleich die erste Lackierung erfolgt. Allerdings müssen erst noch Unebenheiten mit einem Füller ausgeglichen werden, dessen Technologie ebenfalls immer besser wird. Also es gibt diese Standardfüller, das sind die Schleiffüller, die wir bieten, die gewisse Schichtstärken bieten, eine gute Schleifbarkeit haben. Diese bieten wir in verschiedenen Graustufen an, weil auch die Graustufe entscheidend ist für den nachfolgenden Farbton. Zumal da auch gegeben wird zum Beispiel die Variation der Brillanz des Farbtons. Ja, also ein Rot muss ich zum Beispiel, wird auf einem dunkelgrauen Füller aufgetragen. Ein Weiß ist natürlich vorteilhaft, auf einem weißen Füller aufzutragen etc. Das auf der einen Seite. Zu diesem Standard-Schleiffüller bieten wir noch zwei weitere Füller an. Das ist dann auf der einen Seite ein Nasse-Nass-Füller und auf der anderen Seite ein Nasse-Nass-Füller, der direkt auf KTL-Grundierung aufgetragen werden kann. Eine KTL ist die Tauchlackierung, das ist diese Werksgrundierung, meistens schwarz oder halt auch in diesen Zubehörteilen, ich sage jetzt mal ähnlich so dunkelgrün. Das ist das Beste, was es eigentlich gibt an Grundierung. Deswegen ist es empfehlenswert, auch diese nicht zu beschädigen. Ja, also diese Grundierung intakt zu lassen, auch nicht zu schleifen, die wird nur gereinigt, mit dem nassen Füller versehen. Und dieser Nasse-Nass-Füller kann dann bis zu 5 Tage auch beschichtet werden, ohne erneut geschliffen werden zu müssen. Zwischendurch werden die Resultate kontrolliert und nach Bedarf nachgearbeitet. Erst danach folgt die erste von oftmals mehreren Lackschichten. Mehrere deshalb, da besonders Luxusmodelle bis zu 7 Farb- und Klarlackschichten erhalten, die dem Modell eine besondere Eleganz und farbliche Tiefe verleihen. Ein neuer Trend sind 2-Farben-Lackierungen, die nochmals einen deutlich höheren Produktionsaufwand bedeuten, denn vor dem Auftragen der zweiten Farbe muss natürlich abgeklebt und vorbereitet werden. Und das mit höchster Präzision. Durch die farbigen Schutzlacke wird, so könnte man sagen, die Rohkarosse erst zum Auto. Aufgrund der sehr großen Farbpaletten der Hersteller und dem steigenden Wunsch nach Individualisierung ist der Aufwand in der Produktion also enorm gestiegen. Interessant sind besonders die Anfänge der Automobilproduktion. Als noch jedes Auto mit der Hand zusammengebaut wurde, spielte die Trockenzeit der Lacke noch eine untergeordnete Rolle. Später waren dann fast alle Modelle schwarz, was mit dem Ausspruch des Erfinders der Fließbandproduktion, Henry Ford, verdeutlicht wird. Er betonte einmal, dass sein T-Modell in jeder Farbe zu haben sei, solange es schwarz ist. Somit waren alle Ford T-Modelle in den Anfangszeiten schwarz. Alle? Nun steht im Ford-Museum aber ein T-Modell in Rot. Die Erklärung ist einfach. Schwarz war die am schnellsten trocknende Farbe auf dem Fließband. Als dieses frühe Exemplar entstand, wurde ohnehin noch langsam und einzeln montiert, weshalb Rot noch möglich war. Etwas später war dies dann auch wieder verfügbar, als neue Lacke auch Rot schnell trocknen ließen. Hier wird deutlich, wie essentiell die Farbentwicklung für die Automobilproduktion war und ist. Von der damaligen Nitro-Technologie aus den alten Oldtimern bis hin zur Alkyd-Variante, die dann halt in den 60ern gekommen ist. Das waren eine Vielzahl an Unifarbtönen, wo dann halt der Wechsel stattgefunden hat zu den Lösemittelsystemen, die dann auch in dem Zweischicht-Metallic-System unterwegs waren oder auch in Einschicht-Farbtönen. Da fand dann irgendwann der Wechsel statt, dass dann auch die Wasserbasislacke natürlich kamen Anfang der 90er, wo wir die Ersten waren, die das System angeboten haben. Und damit trat dann natürlich auch die Vielfalt an Perlmutt-Farbtönen etc. Also eine Bandbreite, um wirklich die Serienfarbtöne recht gut nachstellen zu können. Doch wo geht die Entwicklung hin? Vom Hersteller selber merken wir schon die Unterschiede. Ne? Als Beispiel Mazda hat sehr, sehr viele knallige Farbtöne, viele Dreischichtaufbauten, Perleffekt-Farbtöne, das heißt Dreischichtaufbau im Lasurbereich, Lasurbereich mit einem eingefärbten Klarlack oder auch als Perleffekt-Lasur. Also das merkt man schon. Ansonsten wird schon recht häufig Silber und Schwarz verkauft. Und ansonsten geht der Trend schon dahin, dass man sagt, Rotfarbtöne ist ein Trend, Blaufarbtöne, die werden jetzt auch kommen, aber im roten Bereich dann schon eher diese gedeckten Rotfarbtöne, nicht wie man sie aktuell kaufen kann, sondern eher so in diese gedeckten rotbraunen Farbtöne. Wir sind in diesem Jahr bereits an den Farbtönen für 2019 aktiv.
Also 2017, 18 ist bereits schon, ich sage jetzt mal, alles vertreten. 19 ist in den Startlöchern und für 2020 findet dann also zu Ende des Jahres auch die Color Show statt, wo also dann mit den Automobilherstellern geschaut wird, was ist jetzt für das geplante Modell an Farbtonvielfalt möglich. Ein Trend neben den Zweifarbenlackierungen und den in Wagenfarbe lackierten Oberflächen im Innenraum sind besonders die Mattlacke, die allerdings auch sehr viel Einsatz von den Kunden erfordern. Also das sind, ich sag mal, Sonderserien, Sonderfarbtöne und das wird auch diese Rubrik bleiben. Aber wir sehen dort ganz klar auch einen stetigen Wachstum. Natürlich in einer begrenzten Zahl, in einer geringen Prozentstärke am Ende des Tages, aber sie werden nicht verschwinden. Einmal matt sollte das Auto eigentlich speziell gepflegt werden und Waschanlagen sind dann meist auch tabu. Die nächste Stufe hat Peugeot 2015 mit einem matten Strukturlack erreicht. Gerade an diesem Fahrzeug kann man das sehr schön sehen. Wir bieten erstmals einen sogenannten Strukturlack an. Der ist ein bisschen matt, aber nicht ganz matt. Und vor allem, wenn man ihn anfasst, hat er wirklich eine Struktur. Das ist eine Weltneuheit, hat kein anderer Hersteller. Und wir bieten diesen Strukturlack erstmals in Großserienfertigung an. Und das ist eine sehr attraktive und interessante Möglichkeit, seinem Auto einen besonderen Touch zu geben. Allen neuen Lacken und besonders den nicht glänzenden Varianten ist gemein, dass sie sehr schwer zu reparieren sind. Die Strukturlacke sind deswegen eine große Herausforderung, weil man da gerade im Reparaturbereich auf den Farbton achten muss. Das heißt, mal der Farbton muss getroffen werden, dann muss der Glanzgrad getroffen werden und zusätzlich jetzt zudem die Haptik, das heißt die Körnung, die Grobheit des Farbtons. Das heißt, man muss natürlich, wenn jetzt ein Teil repariert wird, es muss sich, ich nenne es mal, gleich anfühlen. Ja, also der Kotflügel muss sich gleich anfühlen wie die Tür als Beispiel, die repariert wird. Und das ist dann schon eine Herausforderung. Kann der Kunde wirklich erwarten, dass eine Ausbesserung des Parkremplers perfekt unsichtbar bleibt? Oder muss dann immer gleich auch großflächig nachlackiert werden? Eine Mattlackierung, wenn sie also, sage ich jetzt mal, vom Automobilhersteller geliefert wird, hat eine gewisse Laufzeit. Also das heißt, die Einflüsse, sage ich jetzt mal, die gegeben sind, können natürlich eine Mattlackierung auch aufpolieren. Häufig ist es aber dann der Fall, dass ein Einzelteil zu reparieren schwierig ist. Also ich muss wirklich in den meisten Fällen die Seite durchziehen. Also habe ich jetzt einen Kotflügel oder eine Tür nur zu instand zu setzen, ist es häufig der Fall, dass ich die komplette Seite durchziehen muss. Kein Geheimnis ist, dass für matt lackierte Modelle satte Aufpreise verlangt werden. Zudem ist der Wiederverkauf sehr speziell, da die Zielgruppe dafür extrem klein ist. Doch viele behelfen sich dann mit einer Lackfolie, die ohnehin nur 3 Jahre übersteht. Als Car Wrapping bezeichnet man das komplette Folieren. Das bedeutet das komplette Bekleben eines Autos mit einer speziellen Folie. Dabei bietet Car Wrapping unzählige Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch einige Probleme, die beachtet werden sollten. So kann sich der Kunde eine neue Autofarbe, die mit Lack vergleichbar glänzt, oder eine Folierung mit angesagtem mattem Finish verkleben lassen. Noch auffälliger sind Car-Wrapping-Folien mit Brushed- oder Carbon-Oberflächen. Neu und im Kommen sind einzigartige, im Digitaldruckverfahren bedruckte Car-Wrap-Folien. Zudem gibt es neben der Komplettbeklebung den Trend auch nur Teilfolierung, zum Beispiel von Außenspiegeln, Dach oder Motorhaube zu vollziehen. Allen Folien ist gemein, dass der Kunde für den Fall, dass er sich ein neues Design wünscht oder sein Fahrzeug zum Verkauf stellt, die Folie rückstandslos entfernen kann. Und der Lack darunter sieht aus wie vor der Beklebung. Doch mehr weiß dazu natürlich immer der Fachmann. Kann der Kunde eine Folie auch selbst verkleben? Also viele Leute versuchen sich zuerst alleine an so Sachen ran und stellen fest, auf flachen Untergründen ist es relativ einfach, weil die Folien, die wir herstellen, haben Hilfsmittel in ihrem Kleber eingebettet. Das heißt, also wir nennen das Control-Tech, das sind so kleine Glaskügelchen eingebettet. Und wir haben Comply, das sind so Kanalstrukturen, wo die Luft dann einfach ausgetrieben werden kann. Das macht es auf flachen Untergründen sehr, sehr einfach.
Sobald aber die Stellen gewölbt werden, muss man die Folie anders handhaben. Weil eine Rundung bietet dann schon wieder eine andere Angriffsfläche und es entstehen leichte Falten. Dann muss man die Folie eventuell leicht erwärmen oder ein bisschen vordehnen, dann nachher aber an den richtigen Stellen wieder zurückschrumpfen. Man darf keinen Farbunterschied erzeugen. Und da ist die Handhabung der Folie und den Einsatz von Wärme, das sollte man dann schon wissen. Und da stoßen dann die Anfänger, die keine Schulung besuchen, sehr, sehr schnell an ihre Grenzen. Die meisten Fehler, die gemacht werden, sind wirklich Anwendungsfehler, wo die Leute merken oder die Anwender merken, beim Verkleben, sobald ich Wärme reinbringe, kann ich die Folie verstrecken. Nur dass die Folie ein Erinnerungsvermögen hat, was weitestgehend nicht gebrochen werden kann. Und sobald der Kleber dann weich wird, zieht die Folie sich wieder zu ihrem Originalzustand zurück. Und dann habe ich schlechte Stellen am Fahrzeug, die unschön aussehen. Wie lange dauert eine Folierung und was kostet so etwas? Also wir empfehlen immer, und das sind immer Idealwerte, die ich dann auch nenne, wir empfehlen immer 2,5 bis 3 Tage. Natürlich ist der Verkleber wahrscheinlich schneller fertig. Aber so eine Folie braucht, wenn sie aufgeklebt ist, noch eine gewisse Reifezeit, sage ich jetzt mal. Wir sagen, die Endklebkraft wird normalerweise nach 72 Stunden erreicht, in den meisten Fällen der Folienanwendung. Aber wir empfehlen mindestens 24 Stunden, das Auto nochmal in der Garage bei den Raumtemperaturen, die da herrschen, stehen zu lassen, damit der Kleber sich quasi festsetzt. Also es ist billiger wie eine Lackierung. Es kommt natürlich auch auf den Verkleber an, der es anbietet, und es kommt auf die Fahrzeuggröße an. Also ich sage jetzt mal, so ein Kleinwagen, Smart oder Up, die wird man so bei 1200, 1300 Euro bekommen. Und so ein Audi A6, sage ich jetzt mal nur als Beispiel, der wird dann bei 2300 Euro liegen, inklusive Folie und Arbeitslohn. Man findet auch Leute, die das für 700 oder 800 Euro anbieten, aber da kann man sich schon dran ausrechnen, dass der Folieneinkauf ist wahrscheinlich schon in dem Bereich. Die werden dann keine hochwertige Folie einsetzen und dann wird man auch keinen Spaß damit haben. Welche Farbwünsche können denn durch Folien erfüllt werden? Wir brauchen Farben, die handelsüblich sind. Das heißt also auch mal ein Rot oder ein Gelb, auch wenn es jetzt nicht eine Knallerfarbe ist. Trotzdem haben wir Kunden, die genau auf diese Farbe dann eben halt auch spekulieren. Dark Matte Gray, das war der absolute Ausreißer, ist bei den Endkunden extrem gut angenommen worden. Ganz zu Anfang war es natürlich Schwarz-Matt und Carbon. Da hat man sich dann sehr, sehr schnell auch dran satt gesehen, weil ein Überfluss auf der Straße zu finden war. Man tendiert aber jetzt auch wieder Richtung Semi-Matt und glänzend, sodass die Leute dann sehr, sehr gerne schöne Farben haben, so wie dieses Kupfer oder wie dieses Atomic Blue. Man hat ja dann immer ganz tolle Namen, die man auch bei der Farbe dann dazu mischt, um die dann auch dann so für den Kunden ein bisschen interessanter zu machen. Was setzt den Oberflächen am meisten zu und wie wirkt sich das zum Beispiel bei den Folien aus? Es kommt immer auf die Witterungsverhältnisse an und auf das Land, wo ich mich bewege. Wir sagen, so eine Leasingzeit ist eigentlich die normale Nutzungszeit, dann sprechen wir von 3 bis 5 Jahren. Wir haben auf den vertikalen Flächen weniger Probleme, auf den horizontalen mehr. Das heißt also Dach, Haube, Kofferraumdeckel, weil da die Sonneneinwirkung und die UV-Bestrahlung dann eben dementsprechend höher ist. Und aufgrund dessen ist dann auch die Belastung. Man sieht es sehr, sehr häufig auch bei original lackierten Autos. Wenn wir da eine rote Farbe haben, sieht die sehr, sehr schnell nicht mehr rot aus. Wie muss denn eine Folie gepflegt werden? Also die glänzenden Folien kann man wirklich behandeln wie auch ein Originallack auf dem Auto. Das heißt also, man kann polieren, man kann ein Wachs aufbringen, genauso wie einen normalen Autolack. Bei den matten Folien ist das ein bisschen anders. Dadurch, dass wir die Mattigkeit nur durch so eine offenporige Struktur herstellen können, nimmt die natürlich auch sehr, sehr schnell Schmutz auf. Hierfür haben wir einen speziellen Reiniger entwickelt, der jetzt in Kürze auf den Markt kommen wird, wo wir sehr, sehr gute Ergebnisse mit erzielt haben, um matte Folien auch reinigen zu können. Und wie schaut es denn aus, wenn eine Reparatur den Ersatz einer Folie erfordert? Sieht der Betrachter den Unterschied zur neuen Folie? Wenn die Zeitspanne nicht zu groß ist zwischen der Verklebung und der Reparatur, dann ist es mit Folie einfacher herzustellen. Was man mit Folie machen kann, ist, ich könnte auch die ganze Seite, sag ich jetzt mal, folieren, weil alleine schon der Lichteinfall zur Haube verändert das Bild ja auch. Und dann ist dieser Effekt nicht so stark sichtbar, als wenn ich ein lackiertes Auto, weil ein mattes Auto muss ich wieder komplett lackieren. Sie sehen, es steckt eine Menge Know-how im Themenbereich der Automobilkolorierung.
Die Farben sagen eine Menge über den Fahrer und die Fahrzeugklasse und die Lacke können zunehmend mehr als nur dem Rostschutz dienen. Besonders herausfordernd ist also nach wie vor der Reparaturbereich, sowohl für den Lackierer wie auch für den Folierer. Gepflegt werden wollen aber sowohl die Lacke wie auch die Folien. Das war's schon wieder mit dieser recht informationsgeladenen Sendung über Farbe, Lacke und auch Folien. Sicher werden auch Sie die Farbwahl Ihres Traumautos nun etwas anders betrachten.